Aber starten wir rein. Das In kann die man machen. Lüfte. Ich bin viel zu blöd für dieses Game, Alter. Ich kotze mich immer aus, was die für Scheiße machen. Oder ich kann das gar nicht. Und ich glaube, nach Schluss kann ich nichts mehr machen. Ja, wir werden schon sehen. Das wird schon. Ich meine, die müssen halt auch gute Sachen vorgeben, ne? Es liegt nicht alles an uns. Ja, okay. Na eben. Wir müssen sie auch verstehen, nicht so wie Jay, der irgendwie um 10.000 Ecken rumdenkt. Wer fängt Ja. überhaupt an? Achso, Ja, ihr. hier, also Alpai fängt. Hä? Wieso haben wir denn jetzt neun? Frei. Ja eben. Oh Gott, no. IP noch. Oh no. Oh no. Ich noch find's ein witzig. Benenz. Mal schauen. Okay, warte, machen wir das auch so, dass wir raten, was schwarz ist? Ich sag Einhorn ist schwarz. Redenschalter, Ketchup. Ja, was sind das für Wörter, Alter? Was soll man denn da finden? Okay, Essen Alter. geht vielleicht? Fabelwesen? Ja, und ganz viele Tiere halt. Papagei, Wiesel, Uhu, Fuchs. Oha, oha, wie viele? Oha, oha, Ja. Ratte, Papagei, Fuchs, Uhu, Wiesel. Hallo, sorry, ich habe eine kurze Frage. Ja. Wenn ich einen Hinweis geben will, dann sagt es mir, dass ich noch eine Zahl eingeben muss. Ja, du musst daneben halt, also wenn du mir jetzt mit dem Hinweis geben willst, dass ich da mit zwei Wörter raten soll, dann musst du ja die zwei auswählen, weißt? Ah, okay, passt. Genau. Dankeschön. Ah, ja, bitte. Tschüssi. Tschüss. Einfach mit eins kommen wir nicht weit. Mit eins kommen wir nicht weit. Gerade noch drüber geredet. Mit eins kommen wir nicht weit, Alfino. Mit eins kommen ja, wir nicht aber weit. Überfordere ihn doch nicht. Gibt Das ist ja, doch jetzt ja. Erstmal so dieses ein Ding. Dracula ist kein Tier, ne? Weiß ich nicht, vielleicht. Naja, mehr oder weniger schon. Was? Hä? Was? Was? Ah, ich dachte, ich bin Team Blau. My bad. My bad. Alpino. Ja, ja, sorry. Nö, schon mal für die Zukunft. Wir müssen, wenn wir anfangen, müssen wir neun Karten raten. Also das Ziel ist mit einem Wort, mit einem Hinweis, dass du neun Karten aufdeckst. Also, nein. Also optimal. Ja, okay, aber das funktioniert nicht. Nee, aber okay. So viele wie möglich. Also, wenn wir anfangen und ein Einser zu beginnen, das ist ein bisschen, also, das kannst du natürlich machen, wenn du irgendwie gar nichts kombinieren willst, aber mindestens immer Zweier, weißt? Wenn du richtig krass irgendwie super Begriff hast und das alles super passt, dann kannst du mir Vierer, Fünfer geben. Okay. Bis gleich. Ja, bis gleich. Gerade drüber geredet. Und dann war das sogar unser Begriff. Aber Dracula könnte doch theoretisch auch ein Tier sein, weil er stellt doch einen Vampir bzw. eine Fledermaus dar, ja, aber oder? Ist ein Mensch. Ist ein ja, aber Wesen. Er kann sich doch auch zu einem Hätte Vampir. Hätte er Fabelwesen also... gesagt, dann ja. Fabeltier. Ja, okay, stimmt. Ja, stimmt schon. Ist egal. Aber du hast schon mal richtig reingeschissen mit deinem schwarzen Wort. Das ist richtig, ja. Na, Pech. Boah, ich bin ehrlich, ich bin maximal überfordert. Also ich könnte, wenn ich immer einzelne Wörter nehmen würde, hätte ich gute Beispiele. Aber so irgendwie Wörter kombinieren, ist voll AIDS mit den Wörtern. Ja, deswegen habe ich auch gerade mit Alper stimme ihm zu. Was? Ich stimme ihm zu. Also... ja, ich hab mit Alpe, oder wir haben gerade drüber geredet. Also wenn, ist es immer das Ziel, mindestens Zweier irgendwie zu bekommen. So. Also ein Einser ist halt echt so Worst Case, wenn gar nichts mehr geht. Aber je mehr man halt mit einem Wort aufdeckt in der Runde, desto besser wär's halt einfach. Weiß nicht, kann mit Tiere 5, Alter. Okay. Wenn halt dann beide Teams Tiere haben, ist schwierig. Lass mal probieren, weitermachen. Ja. Mal schauen. Ob da nicht mal ein Zweier drin ist. Keine Ahnung. Vielleicht fällt ihnen nichts ein oder halt Bartu gerade nicht ein. So, keine Ahnung. Also Dame und Gold. Ja, okay, keine Ahnung. Doch, Schmuck. Easy.
Ja, Schmuck könnte man machen. Aber Schmuck könnte halt theoretisch dann auch vielleicht irgendwas anderes sein. Knopf. Ja, okay, ist Knopf wirklich Schmuck? Ja, komm, Alter. Ja, aber kann man denken, theoretisch, ne? Ja, war Königin. Dame England. Oh, ja, aber die Queen ist tot. Ja. Nein, das war ein Spaß. Klar, kann man theoretisch machen. Stimmt, Bock ist ja Urlaub. theoretisch auch ein Tier. Urlaub. Urlaub. Urlaub 3. Pass. Essen und England. Naja, stimmt. Ich bin einfach nur lost. Ja, lass sie doch erstmal. Ich glaube, es ist auch vielleicht nicht so schlau. Landtier. Ach du Ja, viel Landtier. Spaß. Fuchs, Papagei, Wiesel, Warte mal. Sieht das Ratte. Ding, es sieht eher Bock als ein Tier. Das ist halt das Problem. Fuchs, Wiesel. Ja, okay, Ratte, ich glaube nicht, dass er Red Ratte denkt, oder? Ja, aber Papagei und Udo? Okay, Ja, aber aber das bei sind ja denen keine dann. Landtiere. Die Ja, fliegen ja. rein Nee, theoretisch mir ist das schon. aber. Ja, okay. Ja, aber jetzt ist die Frage, sieht der Bock als ein Tier oder Safe. nicht? Ich Mit glaube, alle drei ich weiß es Antworten. Und nicht. Ketchup. Okay, warte mal. Ich gehe mit dem Offensichtlichsten. Ich glaube, das ist Fuchs. Okay. Was? Ich liebe die Jungs, gell? Was? Was? Vogel 2. Uhu, Jetzt bin ich Papagei. Da sehe ich uns, jetzt bin Junge. ich komplett verwirrt. Hat Ja, uns halt warte, auch jetzt auch eingeschickt. die falsche Farbe genommen oder Weiß ich was? nicht, kann schon sein, aber da steht doch die Namen, hä? Wie Ja, kommst du das doch? eben. Oh mein Gott, ey. Okay, ja, weiß ich jetzt nicht. Also, finde ich Oh, jetzt nicht so Alpha ist geil. so drin in meinem Kopf. Scheiße. Okay. Ich glaube, es wäre aber trotzdem besser gewesen, wären wir beide Geheimdienstchef, weil dann hätten wir den halt so zeigen können, vielleicht. Funktioniert nicht mit meiner Aufnahme, ey. Ja, aber ich dachte, wir machen jetzt Proberunde. Oder willst du das auch schon zeigen? So sage ich dir nicht. Sie fällt. Ich, nee, ich Okay. nehme nicht 10 Minuten schon auf, nein. Ja, aber bin ich jetzt lost? Fuchs war doch, ist doch ein Landtier. Richtig lost Politik. bist du. Ich habe gesagt, Bock und Ketchup. Ey. Ja, Politik. Stamm? Was? Stammpolitik? Ach, Scheiße. Was? Was Was hat ist er denn sich gedacht? Politik? Ja, eben. Er hat ein paar Dinge im Kopf, aber. Es könnte England sein, weil in England gibt es eine Politik. Es könnte Stamm sein, keine Ahnung. Ist so den Stamm? Rat? Ja, weil du bist doch dann in so einem Stamm, also in so einer Alter, Runde. never! Never Ja, noch nicht. keine Ahnung, Alter. Becken. Ja, okay, warte mal. Essen, Politik essen. Ja, könnte man, aber das wäre schon Knopfpolitik oder Politikknopf. Weiß ich jetzt nicht. Rat. Ja, du kannst halt was vorschlagen oder keine Ahnung. Du hast da deinen Rat. Also ich schätze mal schon Rat. Dracula, Politik. Weiß ich jetzt nicht. Umzug, Ketchup. Politik. Was hast du mit deinem Ketchup? Was ist es? Bock, Politik. Gitterpolitik, Damenpolitik, Wieselpolitik, Fensterpolitik. Ich glaube nicht, dass du das Ausdruck Politik als könnte noch falsches Wort nehmen sein. solltest. Ausdruck Politik. Hä, warum? Politikausdruck, Politikdame, Ja, Politikfenster. warum? Politik, das Wort muss doch gar nicht irgendwie was mit den, also. Ja, ich weiß schon, aber ich meine, also ich versuche die ja irgendwie zu verbinden vom Ding her so. Aber es Weil geht Essen doch und nur wer. Politik. Ja, aber. Stunde, es könnte auch Stunde sein. Die Politikstunde, die man in der Schule hat. Hat der Alter. Politik. Was ist? Wer hat der Politik als Fach? Aydin hatte Politik als Fach. Ja, das seht ihr. Okay. Das ist Wirtschaft. Ach du Wirtschaft und Politik Scheiße, heißt es. ne? Okay, Ketchup ist es auf jeden Fall nicht. Geist, schätze ich mal auch nicht. Verkleidung. Ja, die verkleiden sich da alle, weil die sind alle Clowns in der Politik. Haha.
Warte, tut mir so leid, Gerd, du verwirrst sie so. Ja, ich bin aber auch gerade einfach verwirrt. Ausdruck, also ich glaube Ausdruck nicht. Stunde. Ja, scheiße. Warte mal, ich drücke jetzt erstmal das an, was ich denke, ist Rad. Ja, okay. Was soll das zweite sein? Scheiße, ey. Ja, was soll das zweite sein? Hä, findest du es offensichtlich? Hast du schon deins oder was? Was du hättest angedrückt? Also ich hätte auf jeden Fall, also ich hätte auf jeden Fall, also was ich in die Richtung gehen würde, ja. Also es war das Erste. Scheiße. Ich habe an Rad nicht gedacht, weil ich die ganze Zeit Red im Kopf habe. Hä? Ist sowas offensichtlich, was ich nicht sehe? Ja, offensichtlich vielleicht nicht, aber ich meine, das passt am besten von den ganzen Wörtern. Also was du bis jetzt alles schon so ein bisschen so gesagt hast, also das hat mich alles nur verwirrt. Ja, die Dame in Politik, oder was? Aber ja, es gibt doch auch, also... Hä? Knopf essen. Fenster. Becken. Ey, ich hab keinen Plan, ne? Das ist echt schwierig. Weil ich halt nicht weiß, wie Bartu denkt. Das ist halt das Schwierige noch. Weil ich keine Ahnung habe, wie Bartu denkt. Das ist jetzt anscheinend kein 50-50, sondern irgendwas anderes, was ich jetzt nicht sehe, aber ich lost bin. Ich schaue nochmal drüber. Ey, keine Ahnung. Wirklich die Dame? Das glaube ich aber nicht. Gold. Seite. Mit Seite, weil es da verschiedene Seiten gibt, oder was? Die dunkle und die helle Seite. Mann. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich höre einfach auf zu raten. Ja, ich habe echt keine Ahnung. Am Ende ist es schwarz, was ich andrücke. Ich habe wirklich keinen Plan. Das tut mir so leid, aber ich bin so verwirrt. Das mit dem Landtier, das hat mich komplett jetzt rausgebracht. Ja, so geil. Stimmt, das hättest du aber noch mitnehmen können, wenigstens. Ja, aber ich dachte, er hat das Falsche vielleicht, also hätte ich jetzt Bock oder Wiesel angedrückt, dann vielleicht war es das andere Tier. Ganz schwach vor mir Fantasiewesen Geist zu nehmen. Aber Alpay sagt, dass es ein Fantasiewesen ist. Oh Gott, es tut mir so leid. Bam. Wie gesagt, du hättest halt immer noch, ne? Also du brauchst noch zwei Landtiere. Ja, aber ich glaube nicht, dass er das so gemeint hat, oder? Als ob er Bock und Wiesel dann wirklich gemeint hat. Weil Fuchs ist doch viel offensichtlicher. Ja, aber vielleicht hat er... Er hat sich im Team vertan. Okay, glaube ich Tiere. Nicht. Hat er wirklich Bock und Wiesel gemeint? Ja, und vielleicht ist er auf Frisky gegangen und hat gehofft, dass du vielleicht nicht den Fokus hast. Oh mein Gott, er hat wirklich Bock. J-Move gemacht. Okay. Soll ich jetzt noch was andrücken? England, Stunde, keine Ahnung. England, was passt denn am besten zur Politik? Junge, wer von meinen Katzen kratzt da die ganze Zeit an seinem Kratzbaum? Nerv mal nicht, bitte. Voll laut. Ich hör auf einfach zu raten. Er soll mir einen neuen Tipp geben. Nee, das ist mir zu risky. Risky, risky. Fischi, hör doch jetzt auf. Hörst du das? Nee. Okay. Besser ist es. Leid. Ihr habt irgendwie voll die leichten Wörter, habe ich so das Gefühl. Ja, auch immer nur Zweier, ne? Aber es reicht halt irgendwie. Ich glaub. Also keine Ahnung. Ja, warum? Es würde doch aufgehen. Klar kann man essen. An einem Kleid kann ein Knopf sein. Ketchup. Geht ja. Hat man das so? Einen Darm tragen. Wäre richtig. Also das wäre schon echt 2012. Spaß. Schon Ausdruck, kontrovers, ne? Pass, England. In England trägt man Kleider. Spaß. Becken.
Ein Kleid überdeckt das Becken. Oh Gott. Ah, mein Gott. Verkleidung, es könnte auch eine Verkleidung sein. Das stimmt, ja. Alper, ich fick Tatsächlich. dich. Geil, Oh, Kleid hat eine schön. Seite, kann mit Gold bestückt sein. Nimm mal die Dame. Kleid, verkleidest dich ja eher nicht. Als ob der weiß, dass an Kleidern Knöpfe dran sind, Mann. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß immer noch nicht, was mit Politik gemeint ist, ne? Ich glaube England, aber ich bin mir nicht sicher. Oh, Risky, Alter. Ja. Nice. So schlau in dem Spiel. Sehr strong. Da kann ich Ich hätte, bitte glaube ich, vielleicht. Knopf tatsächlich gedrückt. Aber du denkst nicht so wie Albert. Musik. Ja, Becken ist theoretisch ein Musikinstrument. Saite. Also war doch Politik Saite oder was? War es doch richtig? Es gibt aber auch die Musikstunde. Mann, der geht nicht auf Schule jetzt. Mit einer Stunde, Alter. Aber meint er wirklich Becken? Warte, ich gehe nochmal durch. Musik Gold, irgendwie, Oder weiß nicht, Seite macht nicht so meint. Sinn. Da meint der Ausdruck. Ketchup bestimmt das Zeug. Warum? Hä, warum? Ein Musikinstrument hat doch Saiten. Also eine Geige, eine Gitarre, ein Ja, aber Cello. Becken ist ein ganzes Musikinstrument. Ja, aber es geht doch um das Thema Musik. Ja, stimmt Ja. eigentlich, ne? Da hätte ich vielleicht Was? Musikinstrument geschrieben. Meint er dann Ausdruck oder was? Ach. Oder doch, die Stimme. Scheiße. Okay, man kann dich so tot Trash talken. Es ist so geil. Okay. Das ist mir als erstes in den Sinn gekommen, du Ich hab doch Wichser. sogar gerade gesagt, was soll er denn sonst, man? Er hat Safe Becken sogar als erstes gemeint. Ja. Ja, aber Musik kann ja auch Ausdruck, also es kann dir helfen, deine Ja, Emotionen Mann, du auszudrücken kannst. und es gibt die Musikstunde. Ja. Theoretisch. Okay, Alpino, wir Das ist halt müssen das das fertig Problem. machen. Wäre jetzt echt Premium, wenn wir das fertig machen. Oder schau dir doch mal die Begriffe von Barthur an. Kann der das in zwei fertig machen? Wenn nicht, dann machen wir eins. Wir haben die Vorhand. Mach jetzt nur keine Oh Scheiße. Mann, ey. Wäre jetzt noch geil, wenn wir irgendwie Nahrung hätten, Alter. Ja, Dann gönn du dir mit was deinem Gutes am Ketchup die besten. ganze Zeit. Ja, das ist schwarz. Was, Flughafenrestaurant? Was? Es ist Gibt gut. es das Es ist Wort? gut. Es ist gut. Okay, aber das ist jetzt shit. So. Ah, gibt es das Wort überhaupt? Flughafenrestaurant. Wieso er nicht? Also Was ist? er kann nicht Ketchup meinen, weil warum sollte man Flughafenrestaurant meinen? Aber was passt denn zu Fliegen? Was passt zu Flughafen, Alter? Umzug, Ja. hast vergessen, Stamm, nö, Knopf, nö, Gitter. Junge, jeder Flughafen hat bestimmt irgendwelche Gitter, Alter. Fenster haben Flughafen auch, aber da kann es auch ganz normal ein Restaurant geben. Das ist richtig. England. England kann auch Pass. Pass, weil du fliegen musst. Für Pass, oder was? Brauchst einen Pass dafür. Aber naja, ich mache Essen, ich mache Pass und dann haben wir es zu vorbei. Doch. Und Knopf, ja, okay, Knopf. England war es doch. Hallo. Mann. Hallo. Hallo. Boah, ich hatte so scheiß Wörter. Easy. Ey, Albino, wir haben uns so gut im Kopf, Alter. Ich hab sogar davor gegoogelt, ob Flughafenrestaurant ein Wort ist und ja, ist es. Ja, ich fand's strong. Wild. Ich fand richtig strong. Ja, tut mir leid, Bartu. Ja, das ist Also, gut. Also, wir hatten richtig aber. Scheißwörter zum Ja. Kombinieren. Also, die hatten so viel geilere Wörter. Aber keiner hat sich einen Dreier getraut, ne? Ich hätte einen Dreier machen können, aber ich habe es zu spät gesehen. Hatte ich schon abgedrückt. Mir ist keiner eingefallen, Bei Dreier. Musik hätte ich Hat noch er drei gut machen gemacht. können, weil da wäre der Knopf noch gegangen. Was Knopf. wegen Knopf im Ohr.
Also, eins muss ich sagen, man kann Anle richtig gut Trash-talken. Ja, aber also, weil ich dann um Ecken immer denke. Also bei Politik 2, ich war sofort England. Ja, hatte ich auch eigentlich gehofft. Ich sofort England. So, eine der größten Politikmächte der Welt. Klar, England. Du hast es sogar als erstes angedrückt. Auf einmal kommt sie mit der Politikstunde im Unterricht. Weißt du, ja, auch Politikstunde. Wisst ihr, wie lustig ich das in meinem Kopf kombiniert habe? Ich wollte erst als Begriff Siegermächte schreiben und dann hätte ich 2 Punkte England genommen und Knopf, und Seite und Knopf. 3 sogar. Knopf, weiß ich nicht, ich muss die ganze Zeit an Atomwaffen denken. Ja, und Seiten halt, weil man sich halt auf eine Seite schlägt. So. Mhm. Aber da musst du um 5 Millionen Ecken denken. Und mit Land hier hast du gepokert, oder? Dass sie nicht fuchsen. Ja. Ja. Scheiße. War dann richtig gut, weil dann. Ja, Vogel war halt schon gut. Alper, ganz, ganz kurz mal. Ganz dünne Schnur, ganz dünnes Eis. Fantasiewesen 2 und dann Geist bei mir. Geist, das sind kein Fantasiewesen. Was da? Ja, ein Geist ist gruselig. Ja, nein, ist ja okay. Hast du gut gemacht. Also haben wir gut runtergespielt. Mhm, finde ich auch. Aber auch, also bei Kleid war halt schwierig, ne? Weil an einem Kleid kann auch ein Knopf sein. Knopf habe ich erst danach gesehen. Ja, aber ich dachte mir so, du weißt nicht, dass an einem Kleid Knöpfe sein können. Okay. Und sind wir jetzt mal? Okay, ich muss hier richtig umdenken. Ich muss jetzt wieder wie in eine Aufnahme denken. Sons of the Forest. Ich rede jetzt mit euch nur, Jungs. Mild. Was haben wir denn? Kater, Opfer, Flur, Würfel, Blech. Nee, das sind wir nicht. Sitz, Wahl, Foto, Rasen, David. Bund, Barren, Säbel. Naja, was ist das denn schon für ein Dreck, Alter? Okay. Staffel. Ja, gut, Staffel. Staffel ist ein weirdes schwarzes Wort. Weil eigentlich kommst du nicht auf Staffel, wenn du nicht direkt drauf gehst, aber es ist irgendwie halt bei allem. Also ein bisschen könnte man das dazu nehmen, ne? Aber wenn ich jetzt hier überlege, was machen wir denn als erstes? Boah, es ist richtig mager Quark. Weil ich ja nicht Pirat mache. Kater, Opa, Flur, Pflanze, Rasen, Sitz, Wahl, Foto, Würfel, Leim, Besen, David, Blech, Rüstung. Keine Rüstung. Staffel, Kohle, Bund, Barren, Säbel, Verein, Cäsar. Rad, Tango, Birne, Stärke. Stärke könnte sein. Also Barren und Säbel, hätte ich jetzt gesagt, könnte man vielleicht wegen Goldbarren Pirat nehmen und dann vielleicht noch den Wal. Gibt's einen Wal? Fluch der Karibik? Na gut, das ist nicht ein Wort, ne? David und Foto hätte irgendwie so Instagram? Auch weird. David, was ist das? Ich kenne keinen. Ich könnte ihm Fußball sagen. Fußball, Rasen, David, Beckham, David Beckham. Und kommt der ja nie drauf. Weiß er ja nicht. Shit, Mann. Barrensäbel. Rein theoretisch, wenn ich Piraten 3 mache. Kater, Opa, Flur, Pflanze, Rasensitz, Wal vielleicht beim Wasser. Foto, Würfel, Leim, Besen, David, Blech, Rüstung, Staffel. Staffel, Kohle. Piraten haben doch keinen Bock auf Kohle, Alter.
Bund, Barren, Säbelverein, Cäsarat, Tango, Bierne, Stärke. Ich probiere es mit Pirat 3. Ich glaube, ich probiere es mit Pirat 3. Piraten haben Säbel, Piraten klauen Goldbarren und das ist schon ein Risiko. Piraten sind auf hoher See und da gibt's Wale. Waren das mit Dobby? Ne, das war nicht Dobby, oder? Wie hießen dieser weiße Wal? Minenfahrzeug 2. Okay, Kohle. Kohle und Rad wahrscheinlich. Aber Minen könnten auch die Barren sein, ne? Die Goldbarren. Fahrzeug hatten sie jetzt. Fände ich schon mal sehr nice. Ja, Goldbarren. Ja. Aber mach nicht. Barren musst du nicht machen. Fand ich aber kritisch. Minenfahrzeug. Da haben zwei von ihr gepasst, zwei von mir. Eher zwei bessere von ihr, aber trotzdem ist es ein bisschen. Ja, er macht Barren wieder weg. Mann, Bartu, blabe ihn nicht voll. Ja, okay, ja, Sitz, nimm Sitz mit, Bro. Nimm Sitz mit. Und wenn wir dann Pirat 3 machen, dann haben wir sehr, sehr nice. Sehr, was sehr hätte nice. Was hätte sonst zu Fahrzeug gepasst? So, okay, warte mal, da war ich mal kurz, weil ich muss meine Mute-Taste woanders hinsetzen. Dann nochmal Wahl, Paaren, Säbel. Ich find's gut, ich find's strong. Ja. Die klauen Goldbarren, mein Freund. Ja, weil auf Meer. Das ist doch nicht so dumm. Das passt halt nichts anderes. Das passt nichts anderes. Die haben ja selbst keine Goldbarren geklaut, ne? Die haben ja einfach nur Goldmünzen und so geklaut. Ja, Bruder. Bruder Tricks. Max. Mach's. Ja, wir denken dumm, du hast den wahrgenommen, dann ist du jetzt auch eine Barren, weil du bist es. Warte, du bist es. Du bist es. Du bist es. Ja. Ja. Strong. Okay, jetzt wird's aber trotzdem schwierig. Wir haben aber auf jeden Fall vier im Petto, aber naja, vier nicht, ich sag mal drei, weil, ja, das ist schwierig. Die ja vor uns sind, auf jeden Fall. Super nice, super nice. Dass ihr nicht verwirrt seid, warum man gerade die anderen zwei reden hat hören, ich habe meine Mute-Taste auf P. Ja, ne? Bei Pirat dann schwierig. Müsste eigentlich Discord noch auf mein Zweitbildschirm ziehen. Naja. Okay. Das war schon mal big. Wie gesagt, ich könnte jetzt. Ich könnte Fußball 3 nehmen. Nee, Verein. Verein sehe ich jetzt gerade. Prominent? Cäsar könnte auch prominent sein, ne? Aber rein theoretisch, ich bin halt auf diesem David. David ist richtig Schmutz. David ist richtiger Schmutz, Alter. Also wenn ich jetzt so prominent nehme, dann Foto David. Wisst ihr?
Du willst ein Foto mit einem Prominenten? David Beckham. Ich kenne sonst keinen David. David Hasselhoff. David. Ich weiß halt sonst keinen. Oder ich lasse es mir offen und nehme dann am Ende Name 1, aber das wäre halt auch wack. Aber wie kriege ich dann Bund und Rast zusammen? Das ist schwierig, Alter. Bund und Rasen. Haus 2. Haus 2? Flur? Und mein Haus ein Würfel ist, Alter? Das wäre krass. In meinem Haus gibt es auch Besen, ne? Rasen? Okay, das wäre schon mal ein Blick. Er denkt nicht an den Flur. Rasen finde ich, aber ist ja nicht am Haus, ne? Aber würde ich eher Flur nehmen. Würde eher Flur nehmen. Nein, das war so eine gute Runde von mir. Oh, da bin ich wieder. Okay. Das hat mich jetzt richtig aus dem Konzept gebracht. Ich nehme jetzt mal Ja, stimmt auch wieder. richtig unnötig, wieder mit meinem O, mit meinem P. Prominente? Prominenter 2? David Foto? Kann halt Cäsar sein, ne, aber ganz ehrlich. Ich probier's. Okay, das lädt aber ganz schön krass, Alter. Ah, ja, Flur sogar noch angedrückt, aber ja. Ah, dachte ich mir. Aber ist ja kein Promi hier. Ja, muss ich riskieren. Ich hoffe, dass er wenigstens eins davon nimmt. Wenigstens eins, Bro. Nimm wenigstens ein. Wieso fliege ich da die ganze Zeit raus? No. Das ist kein Scheiß, Alter. Schon. Zurück. Ja, Cäsar als erstes genommen. Ja, das ist shit. Ja, super geil, wenn ich jetzt mal aufhören würde, die ganze Zeit rauszufliegen. Ah, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich muss das wegbekommen, aber es ist schwierig. Boah, das ist schwierig.
Name, gibt es sonst noch einen Namen? Aber es wäre auch shit. Boah, das Comeback jetzt. Einfach weil ich die ganze rausliege. Richtig wack. Name, 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 Bund. Foto David Bund. Wenn ich Beckham mache, ne, es ist wack. Ja, ich muss Name machen. Name 1. Das ist so dumm. Ich krieg die nicht weg mit Instagram. Das soll ich Instagram nehmen? Instagram. Kater, Opa, Pflanze. Foto, Würfel, Leim, Besen. David, vielleicht Rüstung. Staffel, Bund, Verein, Tango. Ich nehme Instagram 2. Probier's. Foto und nimmt auch den David, Mann. Wer macht das Foto? Der David. Ich habe keine Ahnung, wer der David ist, aber nimm ihn bitte. Das hätte sonst noch zu prominenter gepasst. Nein! Mach nicht! Nein, mach nicht! Scheiße! Ich krieg diesen David nicht weg. Es ist überhaupt nicht Bartes Schuld. Überhaupt nicht. Ich hätte jetzt Deutscher. Deutscher im Kopf. David ist ein Deutscher. Name? Deutscher Bund. Shit, Mann. Rein theoretisch. Das könnte doch passen, Alter. Ich krieg diesen David nicht weg, Mann. Das ist so dumm. Weil ich will auch nicht wack mit die ganze Zeit mit drei Einsern gehen, weil Bund und Foto hätte ich auch nicht zusammenbekommen. Ich habe extra prominentär eingegeben. Denkt er nicht mehr dran. Shit. Mann, Mann, Mann. Kannst es nicht in drei verbinden. Es geht nicht. Tango, Oper, ja. Wohl auch schwierig. Auch schwierig. Wahrscheinlich wieder Musik. Musik würde ich noch. Weil Musik, Oper wird gesungen. Tango wird getanzt zur Musik. Und eine Musik bisschen wack. Aber drei? Musik, Würfel? Würde ich jetzt nicht wissen. Wenn ich Alpha wäre. Ich drücke jetzt hier immer die ganze Zeit mal ein bisschen oben rum, weil vielleicht fliegt deswegen die ganze Zeit raus. Also, wie gesagt. Deutscher. Was könnte zu Deutscher passen? Deutscher Verein? Ja. Staffel und Bund ist halt auch schwierig. Die Bundeswehr. Wir haben ja auch Staffeln. Pflanze, deutscher Pflanze. Deutscher Pflanze vor allem wird gar keinen Sinn machen. Deutscher Stärke macht auch kein Tanzlokal. Tanzlokal? Oper? Verein würde ich dann nehmen, oder? Es wird nichts anderes mehr Sinn machen. Okay, ja. Deutscher. Deutscher 2. Mach's, Bro. Mach's. Deutscher Bund. Ja, David. Also doch. Deutscher Bund. Bitte.
deutscher Oper. Nein, deutscher Pflanze, deutscher Würfel. Ja, okay, wow, deutscher Rüstung. Ja, mach fertig da. Ja. Oh mein Gott, das ist ein starkes Wort. Hallo. Ja, hallo. 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 Ihr hattet so viel tausendmal bessere Wörter, Alter. Was ist das für eine Scheiße, die wir ganz da ehrlich, hatten, ey? David war der größte Rotz. Ja, sag das mal mir mit Oper, Würfel und diesem scheiß Tango und allem, Alter. Was soll ich damit machen? Die letzten drei, ich hätte Musik genommen. Warum Würfel? Ja, aber Tanzlokal, Oper? Ja, in der Oper kannst du auch tanzen. Beziehungsweise, da wird ja getanzt. Da wird ja nicht nur gesungen. Aber es ist ja kein Tanzlokal. Ja, aber es ist... Wie hätte ich es sonst machen sollen? Musik. Wie soll ich es Oper... Ja. Aber als ob man von Musik auf Tango dann kommt vielleicht. Vielleicht dann eher so, auf also, Verein halt, eben wie er auch gerade angedrückt hat. Ja, okay. Aber das ist ja das Ding. Also Musik... Also zum Tanzen brauchst du Musik, was sonst ein bisschen komisch. Also weißt du, was mein Gedanke bei Prominenter war? Mein ja. Opa, das war halt eventuell Ding, Leute auftreten. Ja, nee, kann Prominent. Ich verstehen. Ich habe extra Prominenter, weil David ein männlicher Name ist. Dachte ich vielleicht, ich habe Cäsar, dachte ich mir so, ist der prominent? Ich meine, der ist halt, er ist Geschichte, okay, aber läuft er jetzt auf dem roten Teppich rum? Nee, das war halt schwierig mit dem David. Aber das waren so beschissene Begriffe, ey. Ich finde Namen aber auch schrecklich, also. Ja, weil ich hätte Fußball hätte ich machen können, aber als ob du dann an David Beckham denkst. Das war tatsächlich der erste Name, an den ich gedacht habe, wo ich okay, das krass. Ging. Ja, aber selbst wenn ich Fußball genommen hätte, dann wäre Verein noch da gewesen, weißt du? Hm. Aber dass ihr mir da den Rasen weggenommen habt, das war ganz gut. Und mit Pirat habe ich echt, ich habe einfach gehofft, dass du genauso dumm denkst wie ich. Ja, wieso dumm? Ich fand das voll stark. Also Säbel, ja. Klar, erklärt sich selber. Wal, okay, kann man sich halt denken, ja, Wasser hat irgendwie, hängt irgendwas mit zusammen. Baren dachte ich mir, ja, okay, gut. Halt Gold, wahrscheinlich Baren. Geld, Gold. Ja, aber rein theoretisch, die haben ja nie an Goldbarren gesucht. Nee, aber so ist halt dieses Klischee. Ah, das war gut. Es wäre fast noch Comeback geworden. Seid ihr auch mal rausgeflogen? Nee. Ja, ich musste dreimal oder zweimal musste ich die ganze Zeit wieder zurück zur Spielsitzung und habe ich jedes Mal nicht gesehen, was Alper genommen hat. Aber ja, vielleicht, weil ich so lange gebraucht habe und du deinen Cursor nicht bewegt hast. Ja, ich habe den nicht bewegt, aber beim zweiten Mal habe ich ihn bewegt und bin ich instant rausgeflogen. Ich habe nebenbei Fahrstuhlmusik angemacht und das passt viel zu gut. Also, oh mein Gott, das hat so Mystery-Fahrstuhl-Vibes. Nice. Ja, also ich fand eure Begriffe echt auch schwerer. Ja, war richtig scheiße. Aber am Anfang gleich mit dem 50-50 reinzugehen, war krass. Mit dem Minenfahrzeug. Ja, was hätte ich sonst verbinden sollen? Es gab nichts, was ich noch verbinden hätte sollen. Außer also das Auto halt, das ist mir aber zu spät dann erst eingefallen. Aber Minenfahrzeug waren zwei Begriffe für dich und zwei Begriffe für mich. Ich weiß schon, ich hab auch schon mir selbst gesagt, er wird jetzt bestimmt Sitz und Barren nehmen. Er wird das bestimmt machen. Und das Erste, was er andrückt, ist Sitz und Barren. Und ich denke mir so, nein. Ich wäre so salty gewesen, hätte er Barren genommen, weil ich wollte unbedingt meinen Dreier durchbringen mit Piraten.